entschuldigen Sie. Aber die Probe war nicht abzukassen. Am Anfang in der Spielzeit haben Sie immer eine kolossale Probeneifer zu gewinnen mehr zu. Lidaya, einmal im Jahr, wenn ihr euch das alles merken würdet, was ich euch da sage, für 3 Jahre müsst es genügen. Sie können gleich eintreten, verehrter Meister, noch dieses Spiel. Hast du schon zur Nacht gebetet, es dem Ola? Schmeißen. 59 ohne 4 kostet ein Vermögen. Der Feind gespielt, das sind die. Du hättest dieses Spiel nicht gewonnen. Ach so, als Mädchen ist ein Genuss, die einzige Erholung nach Musik. Besonders wenn die Frau recht weit weg ist. Naja, Sie wissen, ich habe meine Frau sehr gerne im Maskat. Ist es angenehm, wenn keine Damen im Nebenzimmer? Alle Augenblicke streckt halbe den Kopf zur Tür rein. Sind die Herren schon bald fertig? Fleisch von Engel, sag ihr, holt euch das Salterdecke. Oder gewinnen die Herren? Nur ein Vorwand, um schnell nachzusehen, ob der Garten wir verlieren oder gewinnen und zu Hause kann. Na, oh, so schlimm. Ich gebe komplett oder wer? Nicht so fast. Das ist aber doch kein Kontrakt. Ich bitte Sie. Mit 2,7. Trotzdem, Sie sehen ja. Keine Leichen reden, aufschreiben. 200 Gute für mich. Ich gebe. Wir alle bleiben Sie diesmal. Ist noch 4 Wochen. Noch 2 Konzerte ohne das Übrige. Sie reizen. Nein, ich habe noch nicht ausgepackt. Zehn! Gibt's nicht nur Solo. Seit wann denn? Das ist schon immer bei uns. Also dann 18. Passe, passe. Nein, diese Maurer, einen auf 18 hängen zu lassen. Ja, das Einzige, was heute billig ist. 2 Pänzel, das siehst du. Und 4 Maurer haben das Solo, die werden können schenken. Wie geht es Ihrer Frau, Gemahlin? Ich danke gut. Aber heute einen Brief von ihr. Sie hat jetzt recht nette Gesellschaft. Ein junger Mann, der mit ihr spazieren geht und Sport treibt. Probieren Sie es mal. Wieso? Meine Frau, die kennen Sie nicht. Na, ich kenne Sie. Auch Sie nicht. Oho. Falls Sie Ihnen einmal ein Kunstreich, wie ich gerne zugebe, unangenehme Dinge und Sie mit Unrecht. Deswegen kennen Sie sie doch nicht genau. Danke für nachher eine Berührung. Bin schon nervös genug. Wir sind hier zum Unterhalten und zum Starspiel. Schieberlandsrunde. Sehr wohl. Wenn wer auf meiner Frau herum hat, muss ich sie doch beteiligen. Ich nehme zu kommen auf. Einer von ihren Zimmern. Gott sei Dank nicht, alles Training. Aber das finden Sie mir nicht. Schwarz, ihr Lohr, ein Glücksmitz. Was ich gezwungen bin, ihr Gegenüber. Die witzig, starke Fantasie, Mensch. Von etwas mangelnder Selbstdisziplin. Och, rührend hilflos. Hilflos, davon hab ich noch nichts gelernt. Doch, oft rührend hilflos und kindlich dabei. Das hat mir die Nerven gestellt. Nervosität gibt's nicht. Mangel an Selbstzucht. Na, hören Sie! Dass ich habe, behaupte ich, gegen jeden Ramsch. Sie selbst sind allerdings ein gutes Beispiel. Ich mit einer solchen Frau, sie sind weit in ihrem Haus. Wir haben 15. Trotz ihres schlechten Spiels. Natürlich kann ich an die Frau nur denken. Bevor ich das sehe, und für mich gesehen, gerade das Richtige. Ich habe ein Talent zum Erlösen verbunden, was aus mir geworden. Danke ich ihr, besonders die Gesundheit. Sie hat mich aufgepulvert. Aufpulvert, das kann sie wieder wehen. Nur nicht übertreiben, mir tut das gut. Ich muss leben und Temperament um mich haben. Jeder Mensch hat seine 2 Seiten. Der Unterschied ist nur, dass der Ort
damals von meiner Frau. Ich, der Igel, ich bitte jetzt keinen Scherz. Wirklich was Ernsthaftes. Ich bin sprachlos. Lesen Sie. Du kennst Mieze Meier, deine Untreue erwiesen. Wir sind auf immer geschieden. Keine Unterschrift. Meine Frau unterschreibt nie eine Depesche. Ist sie verrückt? Verdammt, ein Ding. Hören Sie auf, das ist geschäftlich. Mieze Meier. Sie kennen die auch. Wer ist denn das? So etwas, so, lala. Sie kennen sie. Aber ich habe keine Ahnung. Das sagt ein jeder, wenn es herauskommt. Ich muss schon bitten. Entschuldigen Sie, aber ich begreife ja, dass es peinlich ist, wenn das Frauchen es erfährt. Fühlt sich aber doch so die Gesichter auf. Ich Sie verlasse. Aber mir ist die Lust am Spiel vergangen. Ich muss die Sache erst überdenken. Die Herren sind da zu viert. Adieu.